Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man einen Torrent Upload erstellt. Ich werde kurz sagen, was ein Torrent ist, wie man ihn verwendet und wie man eine eigene Torrent-Datei erstellt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Heutzutage hört man oft den Ausdruck Download via Torrent. Aber was bedeutet das? Wenn Sie damit nicht vertraut sind, werde ich versuchen, Ihnen kurz zu sagen, was das ist. Während der gesamten Existenz des Internets wurden viele Möglichkeiten zur Datenübertragung erfunden. Bis heute ist das Torrent-Format das bequemste und schnellste. Sie können damit eine Datei, einen Ordner an Freunde übertragen. Dies ist erforderlich, wenn der Inhalt zu groß ist. Er kann nicht über E-Mail-Dienste oder soziale Netzwerke übertragen werden. Nehmen wir ein Video mit einer Größe von mehr als 1 GB. Die einfachste Lösung für die Übertragung besteht darin, eine Torrent-Datei zu erstellen, die dann auf jede verfügbare Weise an einen Freund gesendet wird. Ihre Größe beträgt mehrere 10 KB. Und der Inhalt mit der maximal verfügbaren Geschwindigkeit frei herunterlädt. Dieser Ausdruck Download über Torrent bedeutet das Herunterladen einer Datei aus dem Internet mit einer bestimmten Technologie wie Torrent. Jede Datei sei ein Film oder ein Programm besteht aus Teilen, Bits. Im Internet kann sich dieselbe Datei, zum Beispiel Film, auf Computern vieler Personen befinden. Und wenn Sie einen Film über Torrent herunterladen möchten, wird er in Teilen aus verschiedenen Quellen heruntergeladen. Wenn alle Teile heruntergeladen sind, werden sie zu einer ganzen Datei zusammengefasst. Aufgrund der Tatsache, dass der Download von verschiedenen Computern der Benutzer erfolgt, wird eine hohe Downloadgeschwindigkeit erreicht. Ein großes Plus ist, dass der Download-Vorgang jederzeit untergebrochen und fortgesetzt werden kann, ohne dass die bereits heruntergeladenen Daten verloren gehen. Einfach ausgedrückt ist Torrent eine Technologie zum Herunterladen von Dateien aus dem Netzwerk in Teilen, Bits, aus verschiedenen Quellen. Alle Informationen zu der Datei, die Sie über Torrent herunterladen möchten, werden in einer speziellen Datei mit der entsprechenden Erweiterung Torrent gespeichert. Diese Datei gibt an, von wo Ihre Daten, Ihre Datei heruntergeladen wird, wie groß sie ist, aus wie vielen Teilen sie besteht und wie sie geladen wird. Die Torrent-Datei wird in einem speziellen Programm geöffnet, in einem Torrent-Client oder den Inhalt lesen und herunterladen kann, was darin geschrieben ist. Wie benutze ich einen Torrent? Um etwas über Torrent herunterzuladen, benötigen Sie zwei Dinge. Eine Torrent-Datei, die Informationen darüber enthält, was Sie herunterladen möchten. Und ein Torrent-Client, der Daten öffnet und herunterladen kann, die in einer Datei mit der Erweiterung Torrent geschrieben wurden. Es bleibt die Frage, wie ein Torrent für die Verteilung erstellt werden kann. Schauen wir uns zwei Möglichkeiten an, basierend auf der Verwendung der beiden beliebtesten Anwendungen. Als erstes müssen Sie einen Torrent-Client herunterladen, falls Sie noch keinen haben. Ich werde zeigen, wie man uTorrent als Beispiel verwendet. Installieren Sie dieses Dienstprogramm und führen Sie es aus. Klicken Sie im folgenden Fenster auf Datei, neuen Torrent erstellen. Wie Sie sehen können Sie zur schnellen Erstellung die Tastenkombination Ctrl plus N verwenden. Dann öffnen Sie sich ein weiteres Fenster, in dem Sie die Datei oder den Ordner auswählen müssen, die Sie übertragen möchten. Wenn viele Dateien zur Verteilung vorhanden sind, ist es bequemer, sie in einem Ordner abzulegen, um nicht mehrere Torrents zu erstellen. Nachdem Sie den Ordner oder die Datei angegeben haben,
Klicken Sie auf Erstellen. Wählen Sie den gewünschten Ordner aus, in dem die Tondatei gespeichert werden soll, und speichern Sie es. Dann öffnen Sie ein kleines Fenster, in dem die Anwendung fragt, ob wir fortfahren möchten. Ohne den Tracker anzugeben, klicken Sie auf Ja. Alles, der Torrent wurde erzeugt. Ich würde empfehlen, dass Sie einen separaten Ordner für Torrents erstellen, damit Sie später nicht überall auf Ihrem Computer nach N suchen müssen. Jetzt müssen wir einen Torrent für die Verteilung hinzufügen. Führen Sie dazu das Programm erneut aus und wählen Sie im selben Menü Datei die Option Torrent hinzufügen. Geben Sie den Pfad zur zuvor erstellten Datei an, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf Öffnen. Danach sehen wir ein weiteres Fenster. Stimmen Sie zu, indem Sie auf Ja klicken. Danach erscheint unsere Distribution in der Liste der Torrents mit dem entsprechenden Status. Wir klicken mit der rechten Maustaste drauf und wählen hier Start erzwingen. Die Torrent-Datei ist jetzt vollständig zum Hochladen bereit. Es bleibt die gesendete Datei zu senden, für die Sie Ihre Dateien freigeben möchten. Der Benutzer muss auch den Torrent-Client herunterladen und zum Öffnen Ihrer Datei verwenden. Datei. Fügen Sie einen Torrent hinzu, nachdem die Datei sofort heruntergeladen wird. Nach dem Abschluss erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass der Download abgeschlossen ist. Der nächste beliebte Torrent-Client ist MediaJet. Es ist ein fortgeschrittener Torrent-Client. Dies ist ein vollwertiges Media-Center mit der Möglichkeit, die erforderlichen Inhalte zu suchen, herunterzuladen. Das Erstellen einer Torrent-Datei in MediaJet zur Verteilung ist noch einfacher als in der vorherigen Anwendung. Und jeder Benutzer kann damit umgehen, auch diejenigen, die weit von der Computertechnologie entfernt sind. Dies kann in nur wenigen Schritten erfolgen. Ziehen Sie mit der rechten Maustaste die Datei, die Sie verteilen möchten, in die untere linke Ecke von MediaJet. Hier heißt es, ziehen Sie Datei hierher, um sie freizugeben. Danach generiert die Anwendung einen Link, der an einen Freund gesendet werden muss. Über diesen Link lädt er den fertigen Torrent herunter. Das ist alles, was Sie brauchen, um auf MediaJet zu verbreiten. Dieses Programm informiert den Benutzer über den Verteilungsstatus in einer der folgenden Farben. Grün, Verteilung läuft. Gelb, das Dateibild wurde hochgeladen, aber der Link wurde noch nicht generiert. Rot, eine Art Problem. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum es mehrere Probleme gibt. Der Anbieter gibt keine vollständige IP-Adresse an. Dies geschieht für einen Benutzer mit einer dynamischen IP. Der Ausweg besteht darin, eine statische Adresse zu verbinden. Die Firewall blockiert alle Verbindungen, gelöscht durch die richtige Einschaltung und Firewall. Der Router hat die UPN-Funktion deaktiviert oder unterstützt sie nicht. Sie sollten es einschalten oder das Gerät austauschen. Wenn Sie das Torrenting deaktivieren müssen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie Stopp. Oder beenden Sie das Programm vollständig. Eine große Anzahl von Jobs in der Distribution kann die Geschwindigkeit für eingehende Dateien begrenzen. Dies kann sich beispielsweise auf die Arbeitsgeschwindigkeit im Browser oder das Ansehen von Video und so weiter auswirken. Um Ihre Geschwindigkeit zu begrenzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verteilung, wählen Sie Geschwindigkeitspriorität Rückstoß begrenzen und geben Sie Geschwindigkeit der Begrenzung an. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.